Wir werden von der Regierung belogen und betrogen, bestohlen und genötigt. Und wie ein gutmütiger Hund nehmen wir einen Schlag nach dem anderen hin. Es ist offensichtlich und auch diejenigen, die ihre Augen fest geschlossen haben und ihre Ohren fest zuhalten, merken langsam, dass da irgendetwas nicht stimmt. Heute zeige ich Ihnen den vielleicht nicht größten Betrug, ja, der gerade abläuft, sondern einen kleinen Nebenschauplatz. Es ist verboten und es wird noch mehr verboten werden, darüber zu reden. Ja. Daher muss ich Ihnen, oder ich kann Ihnen nur Punkte zeigen und Sie müssen diese selber verbinden, und, um das große Bild zu sehen. Ja. Schauen wir uns jetzt einen solchen kleinen Nebenschauplatz an. Ich zeige Ihnen einige Mogelfälle, ja, und einen gigantischen, der 60 Milliarden schwer ist. Die Verbraucherzentrale in Hamburg sucht nach dem Motto weniger drin für mehr Geld jedes Jahr die raffiniertesten Preiserhöhungen. Was ist die Mogelpackung des Jahres 2021? Ja. Für das letzte Jahr waren 5 Kandidaten nominiert und am 25. Jänner, also vor kurzem, wurde der Gewinner gekürt. Aber all diese Mogeleien sind nichts im Vergleich dazu, was die Regierung im Moment gerade durchdrücken will. Ich komme gleich dazu. Die 5 nominierten Produkte wurden aus insgesamt rund 2000 Beschwerden ausgewählt, ja, die bei der Verbraucherzentrale eingegangen sind, ja, und die man dort zuschicken kann. Guter Tipp, by the way. Ja. Der erste Kandidat waren die Perpetuum-Waffeln von Balsen. Da ist die Verpackung quasi gleich groß geblieben, der Inhalt aber weniger geworden. Aber zum gleichen Preis. Wie genial, ja. Und hier haben die Verbraucherschützer errechnet, dass eine Preiserhöhung von 34% passiert ist. Balsen verwies mit dem Statement darauf, dass sich die Waffeln andernfalls nicht mehr wirtschaftlich produzieren ließen. Es gab zumindest einen Versuch, sich da irgendwie herauszureden. Sie waren relativ ehrlich im Vergleich zu den anderen Kandidaten, die wir uns gleich ansehen werden. Ja. Zweiter Kandidat, Wurzener Waffelblättchen. Bei den Wurzener Waffelblättchen von Chris und dem Beukeler hingegen ist die Verpackung sehr viel größer geworden. Ja, nicht etwas, sondern sehr viel. Auch der Preis ist in den meisten Märkten gestiegen. Aber man hat nur minimal mehr an Inhalt dazugegeben. Ja. Aus den 100 Gramm, die zuerst waren, sind 103 Gramm geworden bei einem massiv gestiegenen Preis. Ja. Die Verbraucherzentrale hat eine Preiserhöhung von 27% errechnet. Und der Hersteller hat das Ganze den Verbrauchern gegenüber damit begründet, ja, dass die Produkte besser im Supermarkt auffindbar sind und dass sie jetzt eine längere Haltbarkeit haben. Ja. Jetzt, wo man quasi betrogen worden ist, findet man das Ding sicherlich besser im Supermarkt. Ja. Und die lange Haltbarkeit wird auch notwendig sein, weil die Leute halt erkannt haben, ja, wie man versucht hat, sie für dumm zu verkaufen. Ja. Und die werden die Produkte hoffentlich einfach im Rahmen oder im Regal stehen lassen. So, der dritte Kandidat, KitKat-Schokoriegel. Ja, auch Nestle landet wegen seiner KitKat-Schokoriegel im Sammelpack auf der Auswahlliste. Ja. Shame, 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 Nestle. Ja. Ich meine, Nestle an sich ist ohnehin ein Kapitel für sich. Ja. Das ist eine Liga. Ja. Sammelklagen wegen Kinderarbeit, Privatisierung von Wasserquellen, Verpestung der Umwelt und so weiter. Ja. All das macht den größten Lebensmittelkonzern der Welt nicht gerade sympathisch, ja, möchte man mal meinen. Ja. Und die haben jetzt noch eines draufgesetzt, ja. Und zwar, indem sie bei der KitKat-Packung einfach einen Riegel weggenommen haben und den Preis gleichgelassen haben. In der neuen Verpackung gibt es nämlich 4 statt bisher 5 Riegel. Und wie gesagt, Preis und die Verpackung sieht praktisch gleich aus. Es entspricht einer Preiserhöhung von 25%. Ja. Der Hersteller verweist auf höhere Produktionskosten. Ja, vielleicht, weil ihnen die Kinderarbeiter weggefallen sind wegen den Sammelklagen. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Kandidat Nummer 4. Die Rahmsauce von Knorr. Ja, auch Knorr ist hier. Preiserhöhung von bis zu 50% hat die Verbraucherschutzzentrale dem Unilever-Konzern bei seiner Rahmsauce errechnet. Ja, statt zuvor 3 sind jetzt nur noch 2 Einzelpackungen in der Schachtel. Ja. Der Konzern hat es damit begründet, die reduzierte Anzahl, dass sich das Konsumentenverhalten, dass sich die Konsumentenwünsche geändert haben. Ja. Ist allerdings nicht näher darauf eingegangen. Ja. Veränderte Konsumentenwünsche, was soll das bitte sein? Ja. Der Wunsch, mehr für weniger zu zahlen, ja. Ich verstehe das Ganze nicht. Ja. Ich glaube, die meisten Leute würden verstehen, wenn man
etwas in der Art sagen würde, Freunde, es gab ein Problem in den letzten 2 Jahren mit den Lieferketten. Ja? Und wir fangen jetzt an, lokal die Sachen einzukaufen. Ja? Leider ist es dadurch nicht mehr ganz so billig. Ja? Und wir müssen den Preis etwas nach oben erhöhen, aber wir unterstützen dadurch die deutsche Wirtschaft. Ja? Wenn das wirklich so passiert ist, was leider vermutlich nicht so passiert ist, ich weiß es nicht, ja, das wäre ein super Argument und viele Leute, auch ich, wir wären bereit, mehr für das Produkt zu zahlen. Hey, ist schließlich ein deutsches Qualitätsprodukt, super. Aber das Problem ist, erstens, es ist nicht so und zweitens, die lügen uns ins Gesicht. Ja, Patsch, das ist die Wahrheit leider. Last but not least und der Gewinner, Homans Paprikasauce. Die Jungs sind absolut gnadenlos. Ja. Die geben weniger rein und erhöhen den Preis. Ja. Im Glas sind nur noch 400 ja, statt 500 Milliliter und bei einem Supermarkt in Hamburg zahlt man nun 1,49 Euro statt zuvor 99 Cent. Also 20% weniger Inhalt bei 50% mehr Preis. Ja. Das entspricht einer kombinierten Verteuerung von ca. 88%. Ja. Eine Stellungnahme hat der Hersteller verweigert. Ja. Ist absolut verständlich, denn da fehlen einem die Worte. Ja. So. Eines muss man fairerweise dazu sagen. Grundsätzlich geben die Hersteller ja nur unverbindliche Preisempfehlungen dem Handel für ihre Produkte ab. Ja, die endgültigen Verkaufspreise legt der Händler fest. Aber die Verbraucherzentrale in Hamburg beklagt allerdings, dass der Handel bei den gut getarnten Füllmengenänderungen der Hersteller halt mitmacht und die Politik diesen Schwindel gewähren lässt. Es geht auch nicht allein um höhere Preise, ja, sondern es geht auch um den zusätzlichen Verpackungsmüll, der pro Inhaltseinheit entsteht. Man, früher im Mittelalter hat es wirklich Strafen gegeben für Brot, Puncher und. Ja. Aber das alles sind nur kleine Mogelverpackungen, bei denen man sieht, wie der Bürger es dumm verkauft wird. Ja. Sehen wir uns einmal an, wie die Profis das Ganze machen, ja, unsere Politiker. Der Bundesrechnungshof ist eine Art Verbraucherschutz, der die Politiker kontrolliert oder kontrollieren soll. Und der Bundesrechnungshof hat Probleme mit dem vom neuen deutschen Finanzminister Christian Lindner von der FDP, mit seinem Nachtragshaushalt. Ja, es geht um 60 Milliarden. Es geht um den Zusammenhang zwischen Corona und Klima. Ja, 60 Milliarden sollen an den Energie- und an den Klimabereich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bezahlt werden. Corona soll mit Klimamaßnahmen bekämpft werden. Okay, mit 60 Milliarden an Steuergeldern. Und was bekritelt wurde, ist, dass das nicht schlüssig erklärt wurde, heißt es in der Stellungnahme des Rechnungshofes für den Haushaltsausschuss. Ja. Es ist auch zweifelhaft, sagen Sie, ob das Ganze mit der deutschen Verfassung vereinbar sei. Was genau ist da los? Christian Lindner will also 60 Milliarden Euro umschichten. Das Geld war 2021 in der Corona-Krise als Kredite genehmigt worden, aber wurde nicht benutzt. Ja, und seine Idee ist nun nicht, dass man das Geld einfach nicht ausgibt, ja, und spart. Ja. Nein, das Geld soll auf die hohe Kante gelegt werden, gespart werden, damit es für die kommende Krise genutzt werden kann. Welche kommende Krise? Was wissen die Politiker, was wir nicht wissen? Es geht tatsächlich um den Klimawandel. Der Rechnungshof kritisiert nämlich, dass der Klimawandel keine akute, plötzlich auftretende Krise ist, sondern eine dauerhafte Herausforderung. Und diese muss mit dem normalen Budget bewältigt werden. Die Nutzung von Notlagekrediten kann nur ein allerletztes Mittel sein, nachdem alle anderen existierenden Optionen ausgeschöpft wurden. Außerdem sei es nicht schlüssig, hat der Rechnungshof gesagt, dass der Bundestag nachträglich den Haushalt des vorangegangenen Jahres verändern könne. Ja. Wieder mal ein klassisches Beispiel, wie Politiker versuchen, Dinge im Nachhinein zu ändern und sie sich zurechtzubiegen. Ja. Was steckt da nun konkret hinter Lindners Aktionismus? Warum das Ganze? Na ja, ganz einfach. Lindner hat versprochen, ab 2023 wieder auf die Schuldenbremse zu treten. Yes! Zeit wird. Ja, vielleicht hat die Regierung ausgerechnet oder irgendwer hat kapiert, dass auch unsere Kinder die Schulden nie mehr zurückzahlen werden können. Ja. Das geht sich einfach vorn und hinten nicht aus. Ja. Lindners Top-Ansage, grundsätzlich weniger Schulden zu machen ja, oder weniger Schulden machen zu wollen, verhindern nun scheinbar hohe Investitionen in den Klimaschutz. Die wurden nämlich auch angekündigt. Und zwar von derselben Regierung, der Lindner angehört.
Die Katze beißt sich also in den eigenen Schwanz. Ja? Wir wollen sparen und wir wollen mehr Geld in den Klimaschutz stecken. Das funktioniert irgendwie nicht. Ja? Und das ganze Gefasel von einer Umschichtung von Krisenkrediten, ja, ist einfach nur eine weitere Mogelpackung. Ja? Ein weiterer Trick, Steuergelder auszugeben, die dann eigentlich beim dringend notwendigen Abbau der 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden fehlen. Und vielleicht bemerken Sie auch hier schon, die Corona-Krise neigt sich dem Ende zu. Wir brauchen also eine neue Krise. Eine, die nicht so greifbar, nicht so real, nicht so messbar ist. Sie merken, aus welcher Richtung der Wind weht, oder? Es kommen stürmische Zeiten auf uns zu. Der Regen kommt. Nun, die Wettervorhersage war grundsätzlich nie sonderlich genau, also... Das ist das Einzige, was mir zum Thema einfällt und was ich sagen kann, ohne da irgendwie zensuriert zu werden. Hier mein persönlicher Tipp an den Finanzminister. Ja, statt nach Wegen zu suchen, Steuergelder in Pseudoprojekte für den Klimaschutz zu stecken, könnte er den Verpackungsmüll verringern. Ja, oder könnte sich überlegen, wie man den gesamten aufgeblähten Staatsapparat abspeckt. Wofür die ganzen Politiker bezahlt werden, ist mir ohnehin ein Rätsel. Ja, denn wir stehen vor einer Geld- und Schuldenkrise ungeahnten Ausmaßes. Die rollt auf uns zu wie ein gigantischer Tsunami. Allerdings in unserem Rücken. Wir schauen nach vor und singen Kumbaya. In dem Sinn, bereiten Sie sich vor. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen. Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2.000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.